Wir sind Mira und Fabian und wir sind nach 1,5 Jahren Vollzeit-Vanlife auf die Insel Zypern ausgewandert. Unseren Van hierher zu bekommen, war nicht ganz einfach. Und deshalb haben wir uns mega gefreut, dass wir schnell eine schöne Wohnung gefunden haben. Aber während wir uns wieder ans Vanlife und auch an die Insel gewöhnen, stoßen wir immer wieder auf Herausforderungen, die uns das Ankommen erschweren. Ja, das kotzt mich einfach an. Und wir fragen uns, scheitern wir an unseren eigenen Erwartungen? Für uns ist es gerade die erste Nacht wieder zurück im Van gewesen, zumindest an einem schönen Stellplatz, der nicht vorm Haus von unseren Freunden war. Und dieser Morgen hier, diese Stimmung an diesem Stellplatz, die erinnert uns auf jeden Fall sofort wieder daran, warum wir das Vanlife so sehr lieben. Es ist doch einfach nur magisch, oder? Schon kalt. Ich hab was gesehen. Aber was ist schon Kälte für jemanden wie mich? Hast du was gesehen? Nee, nicht so viel. Ich hatte ein bisschen Angst, dass ein Hai kommt. Ach komm. Ja, wirklich. Ich hab eher Angst, dass eine Welle mich gegen den Felsen schmettert, so eine wie die kommt. Die merkst du gar nicht unter Wasser. Ja, aber ich habe gesehen, wie sie das trotzdem abgetrieben haben. Aber cool. Gut. Ich freue mich schon, wenn du das erste Mal mitgehst, Mira. Ja, bei anderen Wellen, dann mache ich das. Ja. So, ihr Lieben, diejenigen von euch, die unsere Videos ja schon die letzten Wochen verfolgt haben, wissen, dass es in Deutschland noch unseren Wasserfilter zerrissen hat wegen den Minustemperaturen. Ich schaue jetzt, ob ich das Ding wieder dicht kriege, weil so ein neuer Filter kostet einfach 500 Euro. Da hängt das gute Ding dran. Mira hat das mit einem Becher abgedichtet. Ich davor noch mit einer Folie zum Müllsack. Ja, ich bin echt gespannt. Ich hoffe, es wird dicht. Bitte keine Sauerei. Wie krass, was für eine Wucht und was für eine Kraft Wasser hat, wenn es gefriert. Absolut verrückt. Jetzt folgt der Moment der Momente. Bisher ist es dicht. Entweder man lernt oder man wächst oder man flucht. Scheiße. Sollte doch mal passen. Ich werde da jetzt sicherheitshalber trotzdem noch mal so eine kleine Plastiktüte drumrum machen. Dann kann ich auch es gut nachvollziehen, wenn das undicht wird, ohne dass ich es am Boden bemerken muss. Ja, und dann soll das alles passen, du.
So schön es auch war und ist, dass wir so viel Zeit mit André und Lisanne verbringen konnten und auch bei ihnen verbringen konnten, wird es jetzt, glaube ich, langsam Zeit, dass wir endlich mal aus diesem Zwischenzustand rauskommen, in dem wir gerade so hängen, seitdem wir die Zusage für die Wohnung haben, aber noch nicht die Schlüssel. Und wenn wir Glück haben, ist es heute endlich soweit, weil ich glaube, wir können echt wieder ein bisschen Normalität gebrauchen. Ja. Das Leben im Van ist gerade nicht ganz normal. Zwar hat ja der Fabian dankenswerterweise den Filter wieder zum Laufen gebracht, sodass wir fließend Wasser haben. Aber es ist einfach ja, nicht ganz so wohnlich. Nee, da sind lauter Sachen drin, die wir halt mit in die Wohnung noch nehmen wollten. Und ihr wisst, der Platz in so einem Van, wenn man Vollzeit drin lebt, ist eh begrenzt. Und wenn man dann noch Sachen reinstellt, die eigentlich in eine Wohnung gehören, ja, nimmt, also im Van muss halt alles funktionieren. Jede Schublade muss sortiert sein. Und wenn das nicht der Fall ist, dann fällt einem da schnell die Decke auf den Kopf. Ja, und deshalb freuen wir uns, wenn wir jetzt endlich das klar auch trennen können, ja. diese ganzen Sachen. Das ist verrückt, wir haben ja eigentlich eh nicht mehr viele Dinge. Und es ist auch nicht viel, was wir mitgenommen haben, aber auf so kleinem Raum ist es halt doch viel. So ist es. Jetzt haben wir gleich den Termin mit unserer Maklerin. Wenn alles gut läuft, können wir danach in die Wohnung. Ja. Also leider war jetzt der Termin heute nicht so, wie wir uns das gewünscht hatten. Es gibt wohl irgendwelche Probleme mit dem Wasser. Es hat jetzt sehr lange niemand in dieser Wohnung gewohnt, weil die einen Mietnomaden hatten und sich dann einfach die Vermieterin irgendwie nicht so richtig drum gekümmert hat, jemand neuen reinzubekommen. Und eigentlich wurde das Wasser jetzt wieder angestellt von der Wasserversorgung her. Aber hier läuft es irgendwie über so einen Tank auf dem Dach immer und scheinbar fehlen da einfach Rohre, die die Pumpe im Tank mit unserem Wassersystem verbinden. Völlig absurd. Ja, und irgendwie gibt es auch noch so ein paar andere Dinge, die halt mit der Vermieterin noch irgendwie so ein bisschen offen sind. Die trödelt da irgendwie rum. Es war jetzt irgendwie sehr frustrierend, weil wir uns echt drauf gefreut hatten, rein zu können und einfach uns so ein bisschen zu sortieren und anzukommen und auch das Wochenende jetzt zu nutzen, um ja, einfach dort anzukommen, um dann auch nächste Woche wieder cool reinstarten zu können, auch die erste Woche mal von dort aus zu arbeiten. Es war jetzt ein bisschen enttäuschend. Ich glaube, man muss dazu sagen, dass es für mich ein bisschen leichter ist als für den Fabian, weil ich glaube, ich habe mich noch mehr geschafft, darauf einzulassen, dass die Zyprioten einfach ein bisschen eine andere Art haben, an die Dinge heranzugehen. Also hier ist ja das Motto Sieger, Sieger, also langsam, langsam, ganz gemütlich. Und mir ist es irgendwie relativ gut gelungen, das einfach anzunehmen. Und für den Fabian, glaube ich, ist es ein bisschen schwieriger. Gell? Ja, das kotzt mich einfach an, weil ich seit 3 Wochen oder 4 Wochen so on hold bin. Ich will einfach wieder fokussiert arbeiten und mir könnte das im Van auch gelingen. Das hat auch schon im Van, ist mir das auch schon gelungen. Aber ich habe ja schon erzählt, wir haben da irgendwie Zeug rumliegen und ach, ich schließe gern Dinge ab und das kann ich gerade nicht abschließen und das kotzt mich an. Wo ist denn das Auto jetzt hier? Du musst von hier vor allem. Nein! Entschuldige. Kotzt mich alle an. Ja. Regt mich einfach auf, weil das so ein offener Prozess ist, den ich gern abschließen wollen würde. Ich habe mich einfach, ich scheitere einfach gerade an meinen eigenen Erwartungen. Ja, und meine Erwartungen waren, da schnell reinzukommen, um das auch abzuschließen, um dann wieder mit dem Van loszukönnen, Videos zu produzieren, unter der Woche vielleicht mal ein paar Tage da zu sein, wirklich fokussiert zu arbeiten. Ja. Ja. Naja, jetzt schauen wir mal, was der Tag so bringt, nachdem er jetzt ja doch ein bisschen anders läuft als erhofft. Aber ich denke, wir werden es bestimmt schaffen, ihn umzudrehen und auch noch schöne Sachen zu erleben. Hoffentlich. Nach einem kurzen Moment, den wir uns gegeben haben, um irgendwie mal uns kurz zu sammeln, sind wir jetzt wieder zurück an den Lighthouse Beach gefahren, wo wir auch uns mit Niklas und Maybrit
zuletzt getroffen hatten. Da ist die süße Katze. Hallo, der kleine Kater, der hier wohnt, der ist so süß. Ich habe meine Leckerlis nicht dabei. Oh, hallo, Kater. Du ein bisschen? Oh, mein Schnürsenkel ist auf. Hallo. Hallo. Nein, du kannst mit dem jetzt nicht spielen. Hey. Oh, jetzt müssen wir uns beeilen. Schnell, schnell. Komm mit, komm mit. Tschüss, Kumpel. Auf jeden Fall gehen wir jetzt ein bisschen in die Stadt. Mal ein bisschen bummeln, vielleicht nach einem Sofa gucken. Für die Wohnung, in die wir nicht rein können. Nein, einfach mal schauen und dann gehen wir. Was machen wir? Was wolltest Pizza du? Pizza essen. Eine Frustpizza. Ja, die Lisanne und der André haben uns hier eine Pizzeria empfohlen, die richtig toll sein soll. Da gehen wir dann als nächstes zum Abendessen hin und dann genießen wir auch den Van. Also ich finde, jetzt zuletzt war er ein bisschen unordentlich, weil wir halt so zwischen Haus und Van irgendwie gelebt haben. Aber heute habe ich ihn irgendwie wieder schön gemacht und jetzt fühlt man sich gleich wieder richtig wohl. Und ich freue mich aufs Wochenende mit dem Van. Willst du noch was sagen? Weil ja, mein Arm ist schwer. Auf jeden Fall. Und weil immer wieder Fragen kommen, wo Leute so ein bisschen empört reagieren, weil sie das Gefühl haben, sie sind nicht ganz mitgenommen worden und sie verstehen nicht, was es mit zum Beispiel einer Wohnung oder so etc. auf sich hat. In dem Fall könnt ihr mal unser Q&A-Video von wahrscheinlich letzter Woche anschauen. Das sind für all diejenigen, die jetzt ein paar Fragezeichen im Kopf haben, einige Fragen geklärt und beantwortet. Genau. Hallo. Mann, bist du hübsch. Du bist ja ganz besonders. Oh nein. Hallo. Und was ist dann passiert? Hallo. Sag, was war dann? Oh nein, wir haben keine Lampe. Oh verdammt, sollen wir nochmal zurückgehen? Weißt du, was mir aufgefallen ist? Seit wir in Zypern sind, habe ich kein einziges Mal den Mond gesehen. Ich dachte gerade, das ist der Mond, aber das ist eine Straßenlaterne. Ach so. Guten Morgen. Morgen. Wir haben heute richtig schön ausgeschlafen und sind den Tag mit einem kleinen Spaziergang und der Fabian mit einem kleinen Sprung ins Meer gestartet. Und ich glaube, wir haben uns so ein bisschen vorgenommen, dass wir heute dieses Thema Wohnung einfach mal Thema sein lassen und uns einen richtig schönen Tag machen und einfach auch wieder irgendwie unser Vanlife schätzen, oder? Ja, absolut. Ja, wir waren ja noch nicht, sieht das so aus, als ob ich nackt wäre? Nein, man sieht deine Hose. Wir waren ja noch überhaupt nicht irgendwie groß im Hinterland oder haben irgendwas gesehen. Und ich habe mir heute Morgen gedacht, hey, heute ist Samstag, wir fahren jetzt einfach mal zack, wusch, bumm, 20 Kilometer Luftlinie oder sowas ins Hinterland, weil wir haben noch gar nichts gesehen, so wirklich von Zypern. Ein bisschen was schon. Und das machen wir heute. Und ich bin echt gespannt, was das Land jetzt für uns hergeben wird, wenn wir da mal ein bisschen reintauchen. Und vorher werden wir aber jetzt noch ein paar Dinge tun, die uns einfach gut tun. Wir werden eine kleine Visualisierungsübung machen. Werden wahrscheinlich jeder so ein bisschen in sein Tagebuch schreiben. Dann haben wir noch einen kleinen Stopp beim Supermarkt, kaufen da frisch gepressten Orangensaft. Und dann geht's los. Ich glaube, der Joachim ist gerade stolz wie mein eigener Vater auf mich. Grüße gehen erstmal raus an den Joachim.
für die Idee, jetzt mal Karten zu benutzen oder für den Vorschlag, Karten zu benutzen. Und an meine Mama, die uns so eine Karte geschenkt hat, weil sie unsere Videos verfolgt. Wir sind jetzt gerade hier im Paphos und die Idee ist jetzt einfach mal ein bisschen ins Hinterland zu fahren und was zu erkunden. Und Joachim hat ja schon uns erzählt, dass die landschaftlich schönen Strecken auf diesen Karten markiert sind. Und das wäre natürlich jetzt einmal eine Idee, so eine Strecke zu benutzen und dann irgendein Ziel auszusuchen und einfach mal ein bisschen ins Land einzutauchen. Und hast schon eine gefunden. Die hier, die ist halt ganz woanders. Das ist eine Landesgrenze, Mira. Das ist doch keine Landesgrenze. So eine Bezirksgrenze. Ach so. Ah, das sind die grünen Strecken. Na, die hier. Guck. Ja, und die? Die auch? Ja, die ist auch grün und orange. Gelbgrün. Und die ist orange-grün. Aber es sind die gelbgrünen, glaube ich. Nein, ich glaube grün. Okay, hier ist ein Archiv. Ah, da halt. Archiv. Eine Historie. Da ist doch keine gelbgrüne. Naja, also orange steht für Hauptstraße und gelb steht für Hauptstraße 2. Ja, und da steht... Ala, hier landschaftlich besonders, du hattest recht. Aber... Was ist gelb-grün? Gelb-grün ist, glaube ich, schön. Ich dachte, gelb-grün ist landschaftlich besonders. Ist vielleicht schön, aber halt so eine Hauptstraße von der Ordnung 2. Ach, dann ist das. Siehst du, ich hätte jetzt eine falsche Strecke benutzt. Ja doch, das ist auch eine landschaftlich schöne, aber halt keine Hauptstraße der Ordnung 1. Das ist eine Landstraße, die schön ist. Du meinst, grün ist immer schön? Ja. Wo steht das? Nirgendwo. Das hatte ich auch eben gesagt. Also wir haben uns jetzt was rausgesucht und haben gesagt, wir fahren jetzt einfach mal hier hin, über diese gelbe Straße, weil hier gibt es keine landschaftlich schöne, laut dieser Karte ist bestimmt trotzdem schön. Und wir wollen aber gar nicht davor wissen, was das ist. Das ist halt in der Karte als Sehenswürdigkeit. Das ist einfach in der Karte als Sehenswürdigkeit eingespeichert. Und wir haben gesagt, wir fahren jetzt bis hier mit dem Navi und dann ab hier die gelbe Strecke einfach nur mit der Karte. Mal schauen, ich bin glaube ich noch nie mit der Karte gefahren. Der kleine Renas. Bevor es jetzt losgeht, haben wir noch eine große. Bevor es jetzt losgeht, haben wir noch eine große Herausforderung. Und zwar, die Mira hat Hunger. Und zwar nicht erst seit 5 Minuten. Also jetzt zählt eigentlich jede Sekunde. Wenigstens hat er dazugelernt, der Bub, und weiß, dass es jetzt schnell sein muss. Wir befinden uns weiterhin in der kritischen Phase. Nein, wir sind kurz vor Ende der kritischen Phase, weil Joghurt, Obst, Müsli, check. Wir läuten ein, das Ende der kritischen Phase. Oder? Absolut. So, in wenigen Metern sind wir an dem Punkt, wo wir das Navi verlassen und uns auf die Straßenkarte verlassen. Freust du dich schon? Ich bin auf jeden Fall offen. Okay, gut. Aber auch ein bisschen haben das halt noch nie gemacht. Wir gehören zu der Generation, die irgendwie, da war immer Google Maps da, wenn man Auto gefahren ist. Oder zumindest ein Navi. Hier biegen wir jetzt gleich rechts ab, da wo auch das Navi noch sagt, rechts abbiegen, aber wir folgen dann der Straße. Jetzt ist es mein Job, uns ans Ziel zu bringen. Das Gute ist, ich habe einen relativ guten Orientierungssinn. Trotzdem ist eine Karte natürlich was anderes, ne? Wo müssen wir hin? Wir bleiben auf dieser Straße. Okay. Das ist ja ein schönes Haus. Ich wollte gerade da so hinzoomen auf der Karte. Hab gerade so gemacht. Wow, alles grün. Mhm. Hoch, hier geht die Poste. Die sieht ja cool aus, die Taverne. Mhm.
Also hier ist die Landschaft auf jeden Fall eine ganz andere. Wunderschön. Und die Dörfer sind so richtig ursprünglich und klein und verwinkelt. Und das ist gerade eine gute Jahreszeit, glaube ich, um hier ein bisschen zu erkunden, weil alles ist grün, die Bäume blühen, Blumen blühen. Und die Zitrusbäume sind voller Früchte. Überall sind Mandarinen, Orangen, Grapefruit, Pomelos, Zitronen. Richtig, richtig toll. Oh, jetzt muss ich die Karte studieren, damit ich weiß, wo wir langfahren müssen. Aber ich glaube, wir sind noch richtig. Boah, oder? Fahre ich nicht. Wir müssen noch lernen, was auf der Karte heißt: Achtung, enge Straße. Nicht für Jimmys geeignet. Panagia, das ist hier. Und das, dafür müssten wir. Oh, man kann so oder so, aber ich fahre auf keinen Fall hier lang. Ich lasse überhaupt jetzt wieder dich fahren. So, kurze Orientierung. Ich glaube, dass wir gerade eben hier waren. Also, egal wie wir fahren, wir kommen früher oder später wieder auf diese orangene Straße. Was für Saft? Und auf die orangene Straße müssen wir. Und deshalb würde ich auf jeden Fall hier lang fahren, weil das die bessere Straße ist. Okay. Also jetzt sind wir auf dieser orangenen Straße gelandet. Auf der E606. Genau. Und sind gleich 7 Kilometer noch bis Panagia. Und dann sind wir mal gespannt, was da für eine Sehenswürdigkeit auf uns wartet. Schau, ich bin wieder reingeschossen. Sehr krass. So richtige Löcher reingeballert. Und
Also wir dachten gerade, dass wir jetzt an beiden Sehenswürdigkeiten einfach vorbeigefahren sind, ohne sie zu sehen. Aber ich glaube, eine haben wir jetzt erreicht und das ist hier so ein Kloster. Das ist genau unser Geschmack von Ausflugszielen. Aber wir gucken jetzt mal auf Google Maps, was da so über dieses Kloster steht, oder? Ja. Sag mir mal, wie das heißt. Ipea-Muffen. Muffen. Also, diese Sehenswürdigkeit war nicht so unsere, aber jetzt haben wir noch besser gelernt, was die Symbole bedeuten. Mhm. Und ich finde, dass allein der Weg hierhin schon richtig schön war, ja. Voll das Erlebnis und einfach was anderes zu sehen. Und wir haben jetzt noch was Cooles entdeckt, was unterwegs noch auf dem Weg liegt, was, glaube ich, eher unserem Geschmack entspricht. Ja. Und da fahren wir jetzt hin und drücken währenddessen die Daumen, dass uns der Sprit nicht ausgeht. Das läuft schon. Ich glaube, es geht jetzt eher wieder. Ich glaube auch. Bergab. Ja. Willst du mit der Karte weiter navigieren? Ja, auf jeden Fall. Ich bin jetzt schon Profi. Das ging aber schnell. Ich weiß genau, wo wir sind. Und zwar sind wir genau hier. Hier. Jetzt fahren wir noch ein Stück hier diese Orangen lang. Und dann weiter hier die Orangen lang. Orange, orange, rot, orange, orange-grün, orange-grün. Okay. Ja? Hallo! Du siehst ja struppelig aus. Hier ist es irgendwie voll herbstlich, voll verrückt. So, hier kann ich mich jetzt kurz an den Schildern orientieren, okay? Ja, wir müssen Richtung Asborgia. Asborgia. Alles gut bei dir? Ja, bin ich. Aber für uns war doch bis jetzt alles gut. Ja. Bist du enttäuscht, weil die Sehenswürdigkeiten nichts machen? Nee, ich hab's schon. Was kann man denn da tun für dich? Ich weiß gar nicht. Hier wird es jetzt wieder Frühling. Unsere Bremsen sind super heiß gelaufen. Boah, sollte das mal riechen. Die haben auch gar nicht mehr gut gebremst. Das stinkt. Aber wo sind wir jetzt? Wir sind am Staudamm. Da wollten wir hin.
hatten die Bremsen kurz Zeit abzukühlen. Der Stausee war mittel. Jetzt halt, wenn man halt in Guadalest war, hat man hohe Ansprüche. Aber ich glaube, der Fabian hat eh ein Motiv gefunden, das ihm viel mehr Spaß gemacht hätte, wobei er, glaube ich, lieber dabei gewesen wäre, statt mit zu fliegen. Gell? Ja, die Mopeds. Das habe ich mir schon gedacht, als die hier angeheizt gekommen sind, sind Fabians Augen so groß geworden. So, jetzt fahren wir weiter. Hier geht's jetzt lang. Dann links. Und dann wieder links. Und dann falsch. Ah ja, stimmt, wir müssen ja da lang. Ja. Wir müssen jetzt einfach mit erhöhter Motorbremse fahren. Ja. Ich glaube, das war gerade noch ausbaufähig. Ich glaube, ich habe mich zu arg rollen lassen. Hallo, hallo kleine Schwarz. Reste vom Feste. So ein süßes Teil. Daran messen wir immer, wie schön ein Dorf ist, wie viele Katzen so rumlaufen. Kann man im Vorbeifahren Zitronen pflücken. Jetzt sind wir wieder auf der landschaftlich schönen Strecke, dem letzten Abschnitt, dass wir wieder da sind. Wow, schau mal, als würde man gleich ins Meer hüpfen können, oder? Hier ist ein Wanderweg, guck mal. Da würde ich, glaube ich, gerne mal wandern gehen. Kommst du mit? Ja. Also nicht jetzt, aber... Der Ausflug war jetzt zwar ganz nett, aber es ist schon so, dass wenn man im Innen irgendwie ein Ungleichgewicht oder ein Problem hat, dass man da halt nicht einfach im Außen irgendwas kurz mal verändert, einen schönen Ausflug macht und dann ist wieder alles gut. Zumindest bei mir nicht. Ich stelle dann schon immer fest, okay, das darf ich in mir klären, im Innen, da wo es auch herkommt. Aber sonst, weiß ich nicht, könnte man ja jedes Mal, wenn man ein Problem hat, eine Kugel Eis essen gehen und dann ist wieder alles für immer gut. Aber so ist es leider nicht. Und mit dieser Erkenntnis geht's für uns jetzt weiter. Wir machen einen kleinen Zwischenstopp bei unseren Freunden, bevor es für uns an einen richtig besonderen Stellplatz gehen wird. Warum ist der leer? Du Angeber. Und ich über. Und wie kalt ist es? Schon sehr kalt. Aber er ist wärmer geworden. Aber wir sind ja nur zwei Stufen. Jetzt komm rein! Das ist so fies! Jetzt geh einfach, lass dich einfach rein! Ich kann nicht! Komm her! Wir lassen mich. Ich stehe auf die Zehenspitze. Bitte lass es! Bitte lass mich! Die Mira macht so mordstrunkene Zeder. Es ist so kalt! Ganz große Fresse neulich noch gehabt, als meine Schultern 2 Zentimeter draußen geguckt haben. Deine Schultern kommen nicht mit ins Wasser, oder? Was anderes. Ach, ja. Du bist ein Profi. Ich bin ein Anfänger. Der Pool hat übrigens so 14, 15 Grad. Bei mir, da könnte man meinen, der hat minus 15. Die Klappe. Gut. Oh. So, nach dem Eisbad ist vor dem Workout Bewegung, Leute. Wir brauchen mehr Bewegung. Also wir konkret. Jeder von uns, aber wir konkret. Sitzen ist das neue Rauchen. Genau. Und rauchen tun wir nicht, aber sitzen.
Wir haben jetzt halt schön heiß geduscht, nachdem erst Stromausfall war und das Wasser nicht ging, aber dann ging es zum Glück doch. Und haben uns jetzt noch kurz mit André und Lisanne verquatscht, die gerade ankamen. Und deswegen ist es jetzt schon fast dunkel, aber der Himmel sieht hammermäßig aus. Aber wir fahren ja immer gerne, oder beziehungsweise wir kommen ja immer gerne schon noch im Hellen auf unserem Stellplatz an. Deswegen düsen wir jetzt schnell los. Und es gibt aber eine kleine Änderung. Genau, eigentlich hatten wir ja einen richtig, habe ich euch hier einen coolen Stellplatz versprochen, beziehungsweise einen Stellplatz, wo man was Cooles sieht. Den gibt es aber erst morgen, weil wir jetzt zu dem nähergelegenen fahren. Und ja. Der ist aber, glaube ich, auch schön, der oder? Der ist auch sehr schön. Da werden wir jetzt noch ein bisschen mehr Blick haben. Boah, das ist ja der Hammer. Es kommt auf der Kamera nicht mal so geil rüber, wie es eigentlich ist. Heute ist Markttag. Da gehen wir auf den Markt am Tag. Heute ist Markttag. Ja, was machen wir da? Wir fahren auf den Markt am Tag. Wir werden jetzt ein paar... Hallo! Katze. Wir werden jetzt ein paar frische Lebensmittel besorgen, Obst und Gemüse. Und danach machen wir was, was wir für heute eigentlich nicht vorhatten. Aber wir machen es jetzt einfach. Und zwar haben wir lange drüber nachgedacht, wie wir damit umgehen und haben uns aber jetzt entschieden, wir machen das so. Also wir hatten ja die Zusage für diese Wohnung oder haben sie immer noch. Long story short, haben wir jetzt das zweite Mal das Datum auf dem Mietvertrag verändert. Die Vermieterin meldet sich einfach nicht. Die lässt uns irgendwie total in der Luft hängen. Jetzt haben wir lange drüber nachgedacht, ob wir das machen oder nicht. Aber jetzt schauen wir einfach nach anderen Wohnungen um, weil uns ist der Wert Zuverlässigkeit sehr wichtig. Und ja, wir sind in dem Moment, wo wir jetzt hier abspringen, vielleicht auch nicht zuverlässig. Aber wenn man uns irgendwie seit 12 Tagen sagt, man kann in eine Wohnung und das einfach ja, und nicht irgendwie läuft. Heißt ja jeden Tag, ja, sie unterschreibt morgen und dann irgendwie doch nicht. Und dann war ausgemacht, dass sie in den Schlafzimmern ist Teppichboden, der super eklig und verranzt ist, wo die Maklerin direkt gesagt hat, also der muss auf jeden Fall raus. Wo wir so waren, oh Gott sei Dank hat sie das gesagt, weil das, der muss wirklich raus. Und dann hat sie gesagt, ja, sie vereinbart mit der Mieterin, bevor wir irgendeinen Vertrag unterschreiben, dass sie da fließt, so wie den Rest der Wohnung. Hier ist es sehr üblich, dass die Wohnungen komplett gefliest sind. Jetzt hat sie dazu gesagt, jetzt will sie auf einmal doch wieder Teppichboden rein. Und solche Sachen passieren halt die ganze Zeit und sind irgendwie ein bisschen anstrengend und frustrierend. Und das Wasser geht nicht. Ja, haben wir schon erzählt. Auf jeden Fall haben wir jetzt halt, lang überlegt, ist das ein Zeichen, dass das alles so holprig geht? Ist es doch nicht das Richtige? Oder ist es einfach so? Wir sind auch der Meinung, wenn man was im Leben verändert, dann wird man wahrscheinlich immer auf Hürden stoßen und es ist selten, dass einfach alles glatt läuft. Deswegen werfen wir jetzt auch nicht einfach die Flinte ins Korn, sagt man das so? Flinte. Die Flinte ins Korn. Aber irgendwie haben wir das Gefühl, das wäre gerade gut für uns, einfach zumindest ein bisschen zu gucken. Und jetzt ist eine Wohnung reingekommen, die auch in der schönen Gegend ist, wo wir gucken. Auch 2 Schlafzimmer, auch in unserer Preiskategorie. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, dass wir sie heute anschauen und dann machen wir das einfach. Und selbst wenn wir sie nur anschauen und dann passt morgen alles mit der Wohnung und wir können rein, dann ist es auch okay. Genau, aber also wir machen es nicht, wir schließen das jetzt nicht kategorisch aus, die Wohnung, die wir jetzt schon haben, aber... Ich
glaube, es wäre auch ein bisschen blauäugig, jetzt sich komplett darauf zu verlassen und nichts anderes zu tun. Ja, genau. Sagen, wir waren erfolgreich. Ich nutze jetzt kurz die Zeit, die der Fabian noch hinten ist, um euch kurz was zu zeigen. Ich wollte euch nämlich noch kurz den Fortschritt meines Strickprojekts präsentieren. Ich habe ja das zuletzt gezeigt, da war ich gerade erst an der Maschenprobe, habe mich so ein bisschen ausprobiert, habe dann auch während dem Flug und so und während dem Warten ein bisschen weiter gestrickt, habe ungefähr 10 Mal wieder von vorne angefangen, aber seit wir jetzt hier auf Zypern sind, habe ich tatsächlich nicht mehr neu anfangen müssen und bin auch ganz gut vorangekommen. Und so sieht es jetzt schon aus. Das hier wird die eine Seite des Pullovers. Und ich bin jetzt ungefähr, ich schätze, bei 2/3 dieser Seite angekommen. Und nur noch wenige rein und dann wird es richtig kompliziert. Ich bin super gespannt, wie mir das gelingen wird. Und auch, ob mir der Pullover passen würde. Ich habe nämlich zwischendrin ein bisschen die Sorge, ich habe den in S. Also ich stricke ihn in S. Und ich habe ein bisschen Angst, dass mir der zu eng wird. Bitte. Das wäre schade, weil dann müsste ich ihn eigentlich nochmal komplett aufmachen und nochmal in M stricken und da habe ich nicht so Lust drauf. Aber das ist mein Fortschritt. Das ist unsere Ausbeute. Und wir haben dafür 16 Euro gezahlt, was echt mega ist für so viele Orangen, 4 Avocados, Brokkoli, frischen Spinat, so kleine Gurken, Limetten. Ihr könnt mal gerne in die Kommentare schreiben, was ihr denkt, was das in Deutschland kosten würde. Das ist natürlich ein bisschen in guter Qualität. In guter Qualität, das ist ein bisschen subjektiv und kommt darauf an, in welchem Laden man einkauft. Aber schreibt das gerne mal rein, was ihr denkt, was euer Tipp wäre. Wir sagen jetzt mal unseren nicht, um euch nicht zu beeinflussen. Fände man sehr spannend. Wir sind jetzt gerade auf dem Weg zur Besichtigung. Was witzig ist, vielleicht kennt ihr diesen Spruch, lass sie gehen und sie kommen zu dir oder so ähnlich. Wir sind jetzt gerade, haben gesagt, hey, wir machen jetzt diese Besichtigung, schauen einfach mal und dann gucken wir halt, was mit der Wohnung passiert, wo wir eigentlich die Zusage haben. Genau jetzt hat sich die Vermieterin bei uns gemeldet und zurückgerufen, aber ich bin halt gerade nicht hingegangen, weil ich mein Handy im Auto hatte. Hat geschrieben, sich entschuldigt. Ist echt spannend, wie das manchmal so ist. Also jetzt schauen wir uns aber diese Wohnung mal an und lassen sie einfach auf uns wirken. So, Freunde. Oh, oh, Batterie fast leer. Abgas. Abgas? Vollgas. Vollgas. Die Wohnung war nicht das Richtige. Weil sie war zwar gut eingerichtet und war auch ein guter Standard, solide, nee, danke, aber war einfach sehr dunkel, direkt an der Straße gelegen, hat einfach nicht gepasst. Das Witzige ist, man hat in den Hang reingeschaut. Das Witzige ist, dass während der Besichtigung unsere Vermieterin noch, also die von der eigentlichen Wohnung, die wir ja schon haben, nochmal geschrieben hat, dass sie sich um alles kümmert und wann wir einziehen wollen, dass es ihr voll leid tut, dass sie sich nicht gemeldet hat, richtig witzig. Also ich denke, es wird bei der alten Wohnung bleiben. Aber es war gut, einfach mal zu gucken, glaube ich, um das auch loszulassen. Ja. Der Fabian knallt sich jetzt eine Banane rein und macht dann gleich hier Sport an so einem kostenlosen kleinen Outdoor-Gym. Und dann fahren wir wieder an den Strand runter, ans Meer, weil der Fabian hat euch ja noch einen coolen Stellplatz versprochen, wo wir hinwollen. Absolut. So, Freunde, jetzt sind wir an dem besagten Platz, den ich gestern schon promoted habe, mit cooler Kulisse. Ich bin jetzt mal sehr gespannt, wie das wirkt. Tada! Crazy, oder? Richtig cool. Auch die Klippen sind hier ultra reizvoll.
mit diesem ganzen Öl. Das waren jetzt ein paar aufregende Tage mit ziemlichen Höhen und Tiefen. Und wir wollten die Gelegenheit nochmal nutzen, um kurz zu reflektieren, wie das jetzt für uns war, wie wir auch mit so einer Situation umgegangen sind und was das so mit uns gemacht hat. Weil ich finde, es war für uns super wichtig, kurz mal den Frust rauslassen zu können. Also vor allem für dich. Ja, gell? Der Fabian absolut. Hat dann, als wir in der Wohnung waren und klar war, wir können jetzt nicht rein, ist er mal kurz ausgerastet, aber kontrolliert ausgerastet. Bewusst. Er hat gesagt, darf ich kurz ausrasten? Ich so, ja, mach die Tür zu. Ausgerastet, dann war es besser. Und dann irgendwie haben wir ja schon versucht, das Zepter in die Hand zu nehmen und einfach das Thema Thema sein zu lassen und schöne Dinge zu erleben. Und natürlich kann man Sorgen nicht einfach wegignorieren, indem man irgendwie einen Ausflug macht oder so. Aber ich finde, man kann schon versuchen, sich einfach auf schöne Gedanken zu bringen und einfach schöne Dinge zu erleben. Und dann fand ich so spannend heute dieses Thema loslassen und was dann passiert. Mein Coach hat das einfach mal ganz einfach gesagt, weil da hatte ich auch irgendwie so Druck auf etwas. Er hat gesagt, was passiert, wenn du jetzt hier Druck auf diese Hand nimmst? Und voll Druck, sage ich, ja, dann passiert Gegendruck. Und was sagt er, was passiert, wenn loslässt? Ja, dann fällt es ab und dann löst sich's. Und genau so war es heute. Wir haben das losgelassen, es hat sich gelöst. Und dann kam auch die Lösung, die Vermieterin hat sich gemeldet. Also es war sehr schön zu beobachten. Ja, genau. Also es war eine spannende Erfahrung für uns. Schön, dass wir das damit kombinieren konnten, ein bisschen was von der Insel zu erkunden. Und wir werden jetzt tatsächlich weiterziehen, weil wir den Platz... Der ist cool, aber wir fühlen ihn nicht so ganz, weil hier schon recht viel Tumult ist, viele Touristen, die langlaufen und so. Und deswegen suchen wir uns jetzt ein bisschen ruhigeren Platz, aber wir wollen das Video halt an der Stelle beenden und hoffen, dass ihr ganz viel Spaß mit uns hattet. Wir freuen uns sehr, wenn das Video euch gefallen hat, den Kanal abonniert, weil ihr uns dadurch sehr unterstützt und das Ganze für euch kostenfrei ist. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Peace.